In meinem letzten Video habe ich mich selbst als Ausländerin bezeichnet oder beziehungsweise vorgestellt. Hi, mein Name ist Emily. Emily mit Y. Wie ihr schon seht und auch hört, ich bin Ausländerin. Und einer hat in die Kommentare so geschrieben: Du bist 100% keine Ausländerin. Haha, du bist schon 3 Jahre bei uns, sprichst besser Deutsch als ich, etc. Quatsch. Aber die Komma- und Punktsetzung kann ich schon besser als du. Das Wort Ausländer, Ausländerin wird für Leute benutzt, die frisch neu angekommen sind. Hehehe. Das ist sehr anders als in Korea. Da wird das Wort rumgeworfen für jeden. Wirklich, dieser Kommentar war sozusagen mindblowing für mich, denn mit dem Begriff Ausländer habe ich mich noch nie richtig beschäftigt. Und ich dachte halt, naja, weil ich keine deutsche Staatsangehörigkeit habe und auch keinen deutschen Pass, bin ich ja Ausländerin. Ich weiß, das war ein ganz einfacher Gedanke. Und dann habe ich angefangen, dank dieses Kommentars eine Mini-Recherche zu machen, was eigentlich das Wort Ausländer bedeutet und wer Ausländer sind und wer nicht. Die lexikalische Definition von Ausländer laut Doden: Angehöriger eines fremden Staates, ausländischer Staatsangehöriger oder Staatenloser. Also staatenlos bin ich ja nicht. Ausländischer Staatsangehöriger ist schon mein Fall. Aber Achtung, besonderer Hinweis in Rot. Die Bezeichnung Ausländer für im eigenen Land lebende Menschen ausländischer Herkunft gilt zunehmend als diskriminierend. Sie wird deshalb immer häufiger durch Bezeichnungen wie ausländischer Mitbürger. Aber dieser Begriff ausländischer Mitbürger ist schon ziemlich veraltet und es gibt auch sehr viele Gegenargumente um diesen Begriff. Davon erzähle ich euch ein bisschen später in diesem Video. Eine andere Definition laut dem jungen Politiklexikon. Schauen wir mal, wie es das Wort beschreibt. Ausländer, Ausländerinnen, Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, nennen wir Ausländer. In der Bundesrepublik Deutschland leben rund 8,2 Millionen ausländische Männer, Frauen und Kinder. Noch andere Worterklärung. Das ist von einem Glossar über Migration, Integration, Flucht und Asyl. Ausländerinnen sind aus Sicht eines Staates Menschen, die nicht im Besitz der Staatsangehörigkeit dieses Staates sind. In Deutschland gelten so zum Beispiel all diejenigen als Ausländerinnen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Okay, hier sieht es nochmals klar aus, dass ich schon eine Ausländerin bin, zumindest lexikalisch gesehen. Und jetzt gehen wir zum BAMF. BAMF hat auch so ein eigenes Glossar. Und hier wird das Wort so erklärt. Ich mache das mal größer. Ausländer ist jeder, der im Sinne des Grundgesetzes kein Deutscher ist. Also Grundgesetz Artikel 116 Absatz 1. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Deswegen habe ich danach gesucht. Das ist eine Seite vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Ach, wieso haben alle Ämter so pervers lange Namen? So, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 116. Und der erste Absatz ist dieser, glaube ich. Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Also dieser ganze Absatz besteht aus nur einem Satz. Diese Jurasprache finde ich immer zu schwierig. Okay, das ist sozusagen eine ganz klare gesetzliche Definition, wer eine Deutsche oder ein Deutscher ist. Das heißt, wer zu diesem Fall nicht gehört, ist kein Deutscher, sondern ein Ausländer. Wie definiert Amnesty International den Begriff Ausländer? Ausländer ist als Bezeichnung für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft korrekt. Als Synonym für Einwanderer ist er dagegen falsch, da die meisten Migranten und ihre Nachkommen keine Ausländer mehr sind, sondern Deutsche. Aber hier ist nicht mein Fall, weil ich mit 26 alleine nach Deutschland gekommen bin. Also ich bin weder hier geboren noch aufgewachsen. Grundsätzlich verortet Ausländer Menschen im Ausland und klingt nicht nach jemandem, der den Lebensmittelpunkt in Deutschland hat. Da habe ich quasi einen roten Faden gefunden. Also jemand, der schon seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, anders gesagt, jemand, der in Deutschland sein Leben führt, ist schon kein Ausländer mehr.
Aber was ist mit dem Sternchen hier? Ich gehe mal runter. Diese Sternchen sind super wichtig, besonders in Deutschland. Hier. Diese Definitionen stammen aus dem Glossar Formulierungshilfe für die Berichterstattung im Einwanderungsland. Also das Glossar ist hier. Wer sind wir? Wer sind die anderen? Ja, sehr gute Frage. Und hier sehe ich das Wort. Dieser Absatz ist genauso gleich wie bei Amnesty International. Und wenn ich weiter scrolle... Ausländischer Mitbürger wird seit den 70er Jahren als meistens wohlmeinende, jedoch widersprüchliche Bezeichnung für Menschen verwendet, die seit vielen Jahren hier leben und voraussichtlich bleiben werden. Soll die nicht deutsche Staatsbürgerschaft betont werden, ist ausländischer Bürger passender, da beim Mitbürger ein unnötiges Othering. Othering? Was für ein komisches Wort ist das? Ich glaube, das bedeutet Fremdmachung. Also ein unnötiges Othering stattfindet, das heißt, ein Mitbürger ist damit scheinbar anders als ein Bürger. Das Fazit. Lexikalisch, gesetzlich und pragmatisch auch bin ich schon Ausländerin, aber gesellschaftspolitisch gesehen. Ich lebe schon seit Jahren in Deutschland und mein Lebensmittelpunkt ist auch in Deutschland geankert. Ich kann die Sprache, ich kann die Kultur, ich kann den deutschen Humor verstehen und Hauptsache, ich plane, in Deutschland weiter zu bleiben. Daher bin ich vielleicht keine Ausländerin.